2:1 in Darmstadt. HSV gelingt Schritt aus der Krise. Der Hamburger SV hat einen Schritt aus der ersten Krise in der 2. Fußball-Bundesliga gemacht und Trainer Christian Titz wieder etwas Luft verschafft. Nach 3 Spielen ohne Sieg und Tor gewann der HSV am Freitagabend 2:1, 2:0 bei Darmstadt 98. Damit gelang der Sprung auf Tabellenplatz 2. Für die Lilien war es bereits die 4. Niederlage in Folge. In Kapitän Aaron Hund 13., der seinen ersten Zweitligatreffer erzielte, und Luis Holtby 45. sorgten am Berlin-Falltor 2 Routiniers für den 5. Saisonsieg des HSV, 5 Tage nach der ernüchternden Nullnummer im Stadtderby gegen den FC St. Pauli drängte der HSV den Gegner von Beginn an in die Defensive und hatte viel Ballbesitz. Die erste echte Torchance brachte die Führung. Hund bekam zu viel Platz und traf mit einem platzierten Flachschuss. Der 32-Jährige beendete eine 290-minütige HSV-Durststrecke ohne Tor. Darmstadt wurde nach dem Rückstand stärker und brachte die Gäste, die sich in dieser Phase viele Fehler leisteten, in Bedrängnis. Doch die nächste Chance der Hamburger resultierte wieder in einem Tor. Hoppe ließ Lilien-Schlussmann Daniel Heuer-Fernandes keine Chance. Vor 17.400 Zuschauern hätten Tobias Kempe 63. und Kapitän Aitac Solo 71. die Darmstädter schon heranbringen können. Serdar Dursun 89. verkürzte kurz vor dem Ende. Zum Punktgewinn reichte es nicht mehr.